Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, ihr seht, ich habe das mit den Gesten jetzt hinbekommen. Wir sind wieder so aufgestellt wie früher bei The Division 2. Henk 2.0, zweite Episode. Wir springen gleich mal rein ins Hotel Grand Washington. Und ja, da erwarte ich jetzt keine großartigen Schwierigkeiten auf dem Level. Right next to the Grand Washington Hotel. Okay, here we go. That should get their attention. Head to the Wir front werden entrance sehen. on the east side of the building. What the fuck was that? It came from inside the building? Oh, no shit, but what caused it? What the hell did I do? Find the worst on earth! Once you're inside, find a way to the atrium. Ausrüstung immer noch AKM und MK17 auf dem zweiten Slot. In den höheren Leveln, also im echten Game, sage ich jetzt mal, mit dem anderen Profil, ist das einer meiner Lieblingseinsätze, weil er relativ schnell geht und wenn man den auf höchste Schwierigkeitsstufe spielt oder gar auf Einsatz bzw. auf Invasion, ist da schon einiges zu holen. Mit drei Bossen und so. Hostile radio intercepted. I'm heading upstairs to the hostage. Everybody, get to the atrium. Shit, Saint's here. The who now? Hyena, big shot, real unpleasant. We need to kill this asshole. Die Sache hier mit dem versteckten Schlüssel bei der Leiche, das, da habe ich auch relativ lang gebraucht, bis ich das überhaupt geschnallt habe, dass da was versteckt ist. Ich glaube, um ehrlich zu sein, habe ich das auch erst bei meinem MMO dann gelesen damals. Und finde ich an und für sich eine gute Sache, aber ich meine, egal auf welchem Level wir den Einsatz spielen, wir machen dann oben diesen Raum mit dem Schlüssel auf und da ist halt echt nur Schrott drin und da hätten sie wirklich Besseres draus machen können. Nobody moves, nobody gets hurt, sagt der Dad immer gerne. Erinnere ich mich immer dran, wenn das hier in den Raum hier reingeht. Ja, noch was, was mir gerade so einfällt, und zwar geht ein riesen Dank raus an den Zuschauer Rabbit Bear, der mich darauf aufmerksam gemacht hat, was ich eigentlich für ein frühdementer Trottel bin. Und zwar geht es um Folgendes, um die Auflösung meiner Videos. Und zwar zocke ich eigentlich schon immer in 2560x1440, sprich 2K. Und ich nehme die Videos auch in der gleichen Auflösung auf. Hab aber übersehen, dass mein Videobearbeitungsprogramm falsch eingestellt war und die Videos in 1920x1080 ausgibt. Und ja, das habe ich jetzt umgestellt. Das heißt, meine Game-Videos und Streams, beziehungsweise die Streams gibt es ja schon immer in 2K, weil er da ja automatisch die Auflösung vom Game übernimmt beim Stream. Aber die ganzen Game-Videos von mir gibt es jetzt zukünftig auch in 2K. Ne, also sorry Leute, das hat jetzt echt 4 Jahre gedauert, bis ich auf den Quatsch gekommen bin. Nochmal vielen Dank, Rabbit Bear, du bist der Größte. Ja. So, dann schnüffeln wir nochmal hier rum, ob es irgendwas gibt. Ich glaube, hier ist eine Waffenkiste drin. Ja. Umgebaute SMG. Ne, hier kommt keiner mehr. Manchmal bin ich mir da nicht sicher, wenn die Musik immer noch so dramatisch ist, obwohl eigentlich kein Gegner mehr da sein dürfte, bin ich mir immer unsicher, ob nicht doch noch irgendwo einer auftaucht. So, hier haben wir natürlich noch keine Schlüssel für die Hyena-Kiste. Aber was soll's, wahrscheinlich ist da eh nichts Spektakuläres drin. Why didn't you tell us?
regret. She doesn't care about you either, Dad. She doesn't care about any of us. She'll be all right. Yeah. I just... Look, you do what you have to do, then come back to us. I will. So, in dem Raum gibt es die nächste größere Auseinandersetzung. Hier haben wir auch einen lilanen Gegner. Da müssen wir aufpassen. Selbst jetzt am Anfang des Games kann der uns überraschenderweise unangenehm werden. Der teuflische Eichhörnchen möchte ja nicht peinlicherweise schon mit Level 2 den Löffel abgeben. Aber ja, ich meine, wir kennen den Einsatz. Das ist ja der Vorteil. Und im Endgame, der Einsatz ist hier wesentlich aufregender. Auch wenn nicht anspruchsvoller, aber hier geht es dann doch wesentlich härter ab. So, Stellungswechsel. Ja, Freunde, was zockt ihr eigentlich so gerade zur Zeit, wenn ihr nicht gerade Division zockt? Ich habe in den Kommentaren bei einigen gelesen, dass sie eigentlich gar kein Division mehr zocken oder schon lange nicht mehr gezockt haben. Da geht es den meisten wahrscheinlich so ähnlich wie mir. Heben wir mal das Geschütz auf. Ich hatte kurz überlegt, ich habe es dann aber nicht gemacht, und wie sich jetzt so nach Studium mehrerer Berichte im Internet rausgestellt hat, habe ich gut daran getan, mir nicht Call of Duty Vanguard zu kaufen. Die haben anscheinend da den gleichen Ramsch wieder produziert wie mit dem letzten Call of Duty World War II. Was ich sehr schade finde, weil ich eigentlich ein Freund der Call of Duty Reihe war, also zumindest der älteren. Und ich würde mir tatsächlich wünschen, ein richtig gutes Zweite Weltkriegs Call of Duty wieder zu spielen, aber ja, nach dem, was sie da fabriziert haben. So, hier kommt das natürlich das Geschütz auch zugute. Ich produziere die Videos ja im Voraus, das heißt, ich habe noch nicht alle Kommentare unter dem ersten Hank-Video jetzt gelesen. Ein paar habe ich gelesen bezüglich der zweiten Fertigkeit. Da wurde dann auch von Wiederbelebungs-Drohnenstock gesprochen, also dem Reviver. Das ist eine interessante Geschichte, aber ich denke, wir werden den, wenn dann, erst im Endgame benutzen. Wenn überhaupt, weil ich bin da eigentlich nicht so der Freund von. Dann wurde auch was gesagt von der Angriffsdrohne. Das ist natürlich auch eine interessante Geschichte. Aber wie gesagt, da kommen wir noch dazu, zur Auswahl der zweiten Fertigkeit. So, in den Endgame-Einsätzen können uns hier schon mal Agenten, also die Rogue Agents begegnen, aber davon ist jetzt natürlich noch lange nichts zu sehen. Gott sei Dank, die würden uns jetzt schon, die würden mit uns den Boden aufwischen. So, wo setzen wir das Geschütz hin? Da. Wo ich jetzt die Tage auf alle Fälle noch reinschauen werde, ist, hab ich den Namen schon vergessen. Das ist so typisch. Ich habe es gerade eben noch, als ich mit Division 2 gestartet habe, habe ich es noch gelesen. Ja, so ein Mountainbike-Spiel auf Ubisoft. Ich habe es echt vergessen, das gibt's nicht. Das ist so hart. Project Riders? Kann das sein? Ja, irgendwie sowas. Das wollte ich nämlich schon die ganze Zeit mal anzocken. Dann kommen natürlich jetzt die Tage auch die nächsten Teile von Bright Memory Infinite. Da habt ihr ja eigentlich übereinstimmend gesagt, ja, wollt ihr sehen.
Und auch die Teile natürlich in 2K jetzt. Das war eigentlich der Hauptgrund für RabbitBear, dass er da kommentiert hat, weil gerade die neuen Spiele natürlich in höherer Auflösung etwas besser aussehen, nicht wahr? Und ich denke mal, ich weiß ja nicht, worauf ihr die Videos anschaut. Also ich hatte, glaube ich, mal eine Umfrage gestartet, da haben die meisten gesagt, sie schauen es auf dem Handy an. Und dann gibt es aber auch vereinzelt welche, die es auf dem großen Fernseher anschauen. Und da denke ich mal, ist 2K dann doch etwas besser als 1080. So, was haben wir hier drin? MP5A2. Die brauchen wir nicht. For backup. I have eyes on you, Kelso. You see Saint? I don't know what he looks like, but there are plenty of hostiles up there. Not for long. So, das hier hätte jetzt schon ins Auge gehen können. Ich bin es nämlich normalerweise gewohnt, hier mit den Seeker Mines schon mal zu arbeiten. Das heißt, ich hätte normalerweise als allererstes die Seeker Mines reingeworfen und die hätten die meiste Arbeit schon erledigt. Und der letzte Gegner, der hätte tatsächlich gefährlich werden können. Im Gegensatz zu den zwei. So, und jetzt, wie bereits angesprochen, machen wir hier den Raum auf mit dem Schlüssel von der Leiche. Und ja, da wird jetzt auch nichts Spektakuläres drin sein. Wie gesagt, die Idee an sich hinter dieser ganzen versteckten Schlüsselgeschichte ist sehr gut. Fand ich auch ziemlich interessant am Anfang, also wirklich auch aufregend so. Aber wenn man sich die einzelnen Einsätze anschaut, ne, ob es jetzt, wie war das, Bankhauptquartier, oder? Dieses Bankeinsatz, da gibt es einen Schlüssel. Dann gibt es ja das mit den drei Luftballons im Space and Air Museum, ist es, glaube ich. Und wie gesagt, gute Idee, aber wenn da nur so Schrott drin ist in den einzelnen Sachen, dann hat es eigentlich auch keinen großen Wert. Ne? So, dann werden wir mal gucken, was wir hier noch verschrotten bzw. zum Verkauf markieren können. Wir müssen jetzt am Anfang Sachen verkaufen, weil wir haben auch keine Credits und wir brauchen Credits, um bessere Ausrüstung auch zu kaufen. Our situation is FUBA. Mr. President, it's bad. Lol. So, keine Neustartzone. Nochmal kurz die Muskeln gelockert durch zweifachen Salto. Oder Rolle, besser gesagt. Granaten sammeln wir auf. Und los geht's. Saints Handlanger eliminieren. Das regt mich jedes Mal auf, dass die Tante sich dann jetzt genau hinter einen stellt, anstatt dass sie irgendwie eine bessere Position sucht. Aber jetzt macht sie es erst. So, jetzt will ich eigentlich das Feuerwerk aktivieren da. So, jetzt kommt der Saint raus. Komm, zeig dich. Da sieht man jetzt auch fett den Unterschied. Ne? Schaut mal, wie seine Rüstung ist quasi schon weg. Der kommt doch nicht mal da oben von diesem Balkon oder von der Brüstung runter. Und das ist natürlich später mal ganz anders. Später kann er wirklich unangenehm werden, der Hund. Na, wofür haben wir denn die MK17 dabei? Können wir ein bisschen reinholzen. So, erstmal alles nachladen. Dann sammeln wir auf. Wirklich sehr gutes Feature mit dem Geschütz aufheben.
Das haben sie aber auch erst später eingefügt, ne, wenn ich mich richtig erinnere. M16A2. Ja, aber ist ja wesentlich schlechter als der vom Schaden her als die MK17. Also weg damit. Ich verstehe sowieso nicht, das habe ich nie verstanden im zweiten Teil, warum die M16 hier als Gewehr klassifiziert ist, aber bitte. So, wir gehen kurz mit rein, damit das getriggert wird, aber das Gejammer hören wir uns nicht an. Hank hört sich kein Gejammer an, verstehe ich? Es wäre wie wenn Chuck Norris sich da das Geflänne anhören würde. Und Chuck Norris irrt sich nie. Das einzige Mal, als Chuck Norris sich geirrt hat, ist, als er gedacht hat, er hätte sich geirrt. So. Dann werden wir jetzt noch schnell hier die Eingangshalle cleanen. Und dann haben wir auch schon den ersten Einsatz für Hank erledigt. Hank the Tank. Ist wirklich, also es ist schon fast zu einfach, gell? Okay, man muss natürlich bedenken, dass wir den Einsatz in- und auswendig können. Können und kennen. Wir wissen, wo die Gegner kommen, um was es geht, so was wir machen soll. So, jetzt nehmen wir hier die Gatling. Mit der geht es jetzt wesentlich schneller als dann später. Die überhitzt auch nicht so leicht. Da kommt. Lol. Niedergemäht. Also ich will nicht wissen, wie das im Real Life aussehen würde, wenn man mit so einem Ding auf die drei Typen geschossen hätte, die da durch die Tür kamen. Ich glaube, von denen wäre nur noch Hackfleisch übrig geblieben. Nicht gerade etwas, was man wirklich sehen will. In echt. So, dann schauen wir uns jetzt gleich noch das gefundene Bildmaterial von den niederträchtigen Hyänas an. Aber ich glaube, ich muss hier erst durch die Tür, sonst geht's nicht. Oder? Ne, es geht nicht. Ich muss erst die Tür, weil dieser F-Button aufpoppt. So, jetzt geht's. Step back. This should be easy. What's your fucking problem? Just leave, man. We don't want any trouble. Wanna see what I can do? Guys, maybe we should just leave. No, please, please, no. No fucking way. Look at this. Fuck with alert. This is gonna feel good. Tja, ne, brauchen wir nichts dazu sagen. Die stehen auf alle Fälle ganz oben auf unserer To-Do-Liste. Beim Säubern von Washington. So, wir gehen zurück ins Theater und beschließen diesen Einsatz. Wie gesagt, ihr könnt weiterhin in den Kommentaren quasi eure Wünsche, Vorschläge, Anregungen bezüglich der zweiten Fertigkeit oder generell dem Fertigkeiten Loadout von Hank kundtun. Und sonst auch irgendwelche Anregungen, Vorschläge, Ideen etc. werde ich sehr gern eurerseits von eurer Seite aufnehmen. Na, jetzt sind wir ja schon mal so weit, dass wir wenigstens meine Videos in höherer Auflösung sehen können. So, zurück im Theater. Ich bin mir auch noch unschlüssig, ob ich generell jetzt in den Entschuldigung, in den Hank-Videos die Cutscenes überhaupt zeigen soll oder nicht, weil die meisten, die hier zuschauen, kennen das Game ja sowieso in- und auswendig. Von daher sind die Cutscenes nicht wirklich ja, wichtig. Im Endeffekt geht es ja nur darum, wie lange Hank hier überleben kann. So, dann schauen wir doch gleich mal. Wir haben eine Kiste, was da denn so drin ist. Ein Rucksack Providence, der ist wahrscheinlich nicht schlecht.
Maske. Nee, die kann verkauft werden. Dann, was haben wir hier? Eine MK16 Sturmgewehr, aber mit schlechteren Werten als die AKM. Also weg. Dann schauen wir uns den Rucksack an. Das ist der gleiche Rucksack. Waffenschaden 1,1 und 1% Chance auf kritische Treffer. Damit sind wir dann auf komplett rot erstmal. Ja, das können wir machen. Jetzt am Anfang ist das noch nicht so ausschlaggebend. Gut, dann der Knieschoner. Ja, für alle, die neu dabei sein sollten, im Hintergrund quietscht manchmal. Das sind meine pelzigen Hausgenossen. Die Guinea Pigs. Die Guinea Pig Rasselbande. Die sind da nicht so diszipliniert, dass sie mal 20 Minuten die Schnauze halten können. Aber was soll's. Es sind halt Individualisten. Ja, Freunde, wir haben den ersten Einsatz hinter uns gebracht. Hank lebt noch. Level 3. Ich erwarte eure Anregungen und in diesem Sinne verabschiede ich mich von euch. Viel Spaß beim Zocken. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir bitte einen Daumen da. Ihr supportet meinen Kanal dadurch und wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos, einem meiner nächsten Livestreams. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, viel Spaß beim Zocken und ja, ich verabschiede mich langwierig. Bis zum nächsten Mal. Euer Ü40.